إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und gesagt ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir werden inshallah ta'ala heute am Dienstag wieder fortfahren mit den zwei Unterrichten. Der erste Unterricht ist über die Aqidah, über die Glaubenslehre von einem jeden Muslim, und der zweite Unterricht inshallah ist über das Benehmen von einem Muslim und die Anstandsregel, wie er sich der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nährt. Und das letzte Mal, liebe Geschwister, haben wir im Dars über die Aqidah, natürlich über den Begriff Aqidah gesprochen, und das ist sehr, sehr wichtig, dass jemand, der sich mit solchen Sachen befasst, auseinandersetzt, auch die Begrifflichkeiten kennt. Was haben wir gesagt? Was bedeutet Aqida? Was bedeutet Jazakallah? Was bedeutet Aqida sprachlich? Bitte schön. Binden? Also, bitte. Ja, es kommt von welcher Wortwurzel? Von Aqada. Und Aqada haben wir gesagt, was? Fest. Bedeutet Knoten oder fest? Binden. Arabt. Ja, dass man da eine Sache festbindet. Das ist Aqidah, das ist die sprachliche Bedeutung. Das letzte Mal hatte ich aus Versehen über die religiöse Bedeutung, die sprachliche Bedeutung gesagt, aber wir haben das auch im Video gekennzeichnet. Was haben wir gesagt, was ist die sprachliche Bedeutung von der Aqidah? Die religiöse, jetzt mache ich das wieder. Was ist die religiöse Bedeutung von der Aqidah? Nein. Was bedeutet Aqidah religiös gesehen? Die Angelegenheit des Wissens? Das ist eine Angelegenheit des Wissens. Das hat mit was zu tun? Mit Wissen. Und wir haben den Unterschied erklärt, was Wissen bei uns im Islam heißt und worauf unser Glaube beruht. Das heißt, dass dieses absolut mit Wissen verbunden ist. Nicht, dass man denkt, der Glaube ist bei uns so, ja, glaub mal einfach. Nein, nein. Jede Sache, an die wir in der Religion glauben, ist verbunden mit einem Beweis aus dem Koran und der authentischen Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Aber jetzt die komplette Erklärung. Tafadda. Entschlossener Glaube, an dem es keinen Zweifel gibt. Das ist ein fester, entschlossener Glaube. Glaube an was? Wir haben doch gesagt, über die Angelegenheiten der Religion. Wo es keinen Zweifel daran geben darf. Nicht einmal eine Spur vom Zweifel. Aqidah ist eine Sache, die eine völlige Überzeugung von einem Muslim ist. Diese Überzeugung trägst du in deinem Herzen. Und sie wirkt sich auf dein gesamtes Leben aus, wenn du ein Wahrhaftiger bist, der sich auch ein wahrhaftiger Muslim nennt. Und Aqidah, liebe Geschwister, nach dieser Definition, kann das eine Aqidah Batila sein, das heißt eine falsche Aqida. Jemand hat eine falsche Aqida. Was heißt, jemand hat eine falsche Aqida? Er ist auch überzeugt und hat keine Spur von Zweifel, aber seine Aqida ist was? Falsch. Aber nach der Begrifflichkeit hat er eine Aqida. Eine Aqida kann deswegen was? Richtig oder falsch sein. Und wir wollen natürlich, welche Aqida folgen? Der authentischen Aqida. Al-Aqidatu Salima oder Al-Aqidatu Sahiha. Das ist diese Aqida, der wir folgen. Und wir haben darüber geredet, liebe Geschwister, was für eine Gefahr entsteht, wenn man die falsche Aqida hat. Was war die Hauptgefahr? Dass man wo reinrutscht? In eine der 73 Gruppen, wenn man nicht die richtige Aqida gelernt hat und verinnerlicht hat. Salam alaikum wa rahmatullahi. Dann wollen wir heute weiter fortfahren, und zwar reden wir über den Begriff Salaf. Über den Begriff Salaf, ein sehr wichtiger Begriff für uns, liebe Geschwister. As-Salafu fil-Lughati, was bedeutet Salaf sprachlich?
Es bedeutet ma mada wa taqaddam. Das ist das, was vorausgeeilt ist, was schon vor uns gewesen ist. Was schon vor uns gewesen ist. Allah Azza wa Jalla Subhanahu sagt, فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Als sie uns zornig gemacht haben, das heißt durch ihren Schöck und durch ihre Sünden und durch ihr übles Verhalten, so haben wir uns an ihnen gerecht. Allah wird zornig, Subhanahu wa Ta'ala. Und wenn er zornig wird, dann ist das nur eine gewisse Zeit, bis er sich dann an die Diener rächt, die ihn auch zornig gemacht haben und ihn zu diesem Zustand, in diesem Zustand versetzt haben. فَلَمَّا أَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Als sie uns zornig gemacht haben, haben wir uns an ihnen gerecht. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Dann haben wir sie allesamt ertrinken lassen. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. So haben wir sie, was? Zu einem Beispiel gemacht für die anderen, das heißt für die späteren. Das heißt, ihr sollt eine Lehre daraus ziehen. Wir haben diese Völker vor euch nur vernichtet, weil sie uns zornig gemacht haben. Wenn ihr dasselbige an Taten aufweist wie die früheren vor euch, wird euch dasselbe erfassen an Strafe. Wird euch dasselbe erfassen an Strafe. Das ist die sprachliche Bedeutung. Salaf ist alles, was vor uns war. Das Volk von Thamud, Salaf oder nicht Salaf? Salaf. Okay. Das Volk von Hud, Salaf oder nicht Salaf? Das Volk von Shu'aib, Salaf oder nicht Salaf? Alles, was vor uns war, sind Salaf. Und diese Leute, die ich jetzt genannt habe, waren sie gute Völker oder Völker, die vernichtet wurden? Hä? Völker, die vernichtet wurden. Deswegen reden wir, wenn wir über die religiöse Bedeutung reden, über Salaf, As-Saleh, über die tugendhaften Vorfahren. Nicht über diese Mujrimin, die Verbrecher, die Allah subhanahu wa ta'ala vernichtet hat. Und deswegen heißt es hier, liebe Geschwister, As-Salaf, hum, wer sind sie, die Salaf? In erster Linie sind sie hum As-Sahab, die Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die mit ihm gelebt haben, in seiner Zeit gelebt haben. Und wir wissen, ein Sahabi wird definiert, jemand, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, richtig? Nicht? Sondern? Getroffen hat, sehr gut. Denn es gab Blinde in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umi Maktum und andere, die ihn nicht gesehen haben, aber sie haben in seiner Zeit gelebt, haben an ihn geglaubt. So, zweite Bedingung, nachdem man ihn getroffen hat, was? Man hat an ihn geglaubt, an die Botschaft und? Man ist mit diesem Glauben gestorben. Das sind die Sahaba. Okay? In erster Linie sind sie die Salaf und die Tabi'un oder die Tabi'in. Das sind diejenigen, die Schüler der Sahaba waren und dann die Tabi'in, die Schüler der Schüler von den Sahaba. Und wenn wir über die Salaf reden, liebe Geschwister, dann reden wir über die Leute, die was gemacht haben. Die Vorbilder für diese Nation waren. Und der Sunna richtig gefolgt sind, bedeutet der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben die Bid'ah gehasst und gemieden, die Neuerung in der Religion. Was auch immer Neues in der Religion hereingebracht wurde, in die Religion hereingebracht wurde, so haben sie dieses gehasst, verabscheut und mit allen Mitteln bekämpft. Und das waren Leute, die eine geehrte Stellung für immer und ewig behalten werden in dieser Umma vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salaf as-Salih, die tugendhaften Vorfahren, das sind nicht irgendwelche Leute. Vorfahren, haben wir gesagt, sind alle. Aber wir reden über die tugendhaften Vorfahren und das ist in erster Linie, das sind die Sahaba, das sind die Tabi'in und die Tabi'in. Allah azza wa jalla sagt in Surat An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Wer sich auch immer den Gesandten widersetzt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist, das heißt, er weiß, Islam ist die Wahrheit, aber er widersetzt sich. ويتبع غير سبيل المؤمنين, und er schlägt einen anderen Weg ein,
als die Mu'minin. Wer sind die Mu'minin jetzt hier? Die Sahaba radiallahu anhu, weil sie die Ersten waren, die die krönenden Vorbilder der Nation waren. Und er verfolgt einen anderen Weg als den Weg der Sahaba. Was macht Allah Azzawajal mit ihm? So werden wir ihn verfolgen lassen, was er verfolgen wollte. Er soll seinen Irrweg weiter beschreiten. Dann werden wir ihn Jahannam aussetzen. Was für ein übler Weg. Eine Verpflichtung, dass diese Umma wen folgen muss? Den Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diese Ayat sind wichtig für euch, weil das ist Yaqeen. Wenn dieses Wissen erstmal in eure Herzen durchdringt, dann wisst ihr ganz genau, es gibt keinen anderen Weg, der richtig ist, außer dieser Weg. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat At-Tawbah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. Die Ersten unter den Auswanderern und die Ansar, das sind alles was Sahaba. Und diejenigen, die ihnen auf beste Art und Weise gefolgt sind, Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah zufrieden. Eine wunderschöne Ayah. Warum? Warum ist diese Ayah eine wunderschöne Ayah? Diese Sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, haben natürlich in der Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gelebt. Frage, leben wir oder haben wir in seiner Zeit gelebt? Antwort, was sagt Allah azza wa jalla? Die Ersten unter den Auswanderern und die Ansar, die Helfer, diese Sahaba, es waren verschiedene Gruppen von ihnen, verschiedene Stämme von ihnen. Und diejenigen, die ihnen auf beste Art und Weise gefolgt sind, Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah zufrieden. Was bedeutet das? Es gibt Leute, die haben in der Zeit der Sahaba gelebt, haben aber den Sahaba nicht gefolgt, so sind sie Irregehende. Und dann gibt es Leute, die haben nicht in der Zeit der Sahaba gelebt, aber sie folgen den Sahaban auf beste Art und Weise. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit ihm zufrieden. Das heißt, Allah Azzawajal hat uns eine Tür geöffnet. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Und diejenigen, die ihnen auf beste Art und Weise folgen. Heißt das, Allah Azzawajal hat diese Zeit eingeschränkt? Nein. Obwohl diese Zeit eine begrenzte Zeit war, wo die Sahaba mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben, trotzdem hat Allah für was die Tür geöffnet? Für die Befolgung der Wahrheit, der Sahaba radiallahu anhu. Diese Tür bleibt auf immer und ewig offen. Das heißt, du kannst, obwohl du zu den späteren Generationen gehörst, trotzdem diese glänzende Stellung bei Allah bekommen, dass er mit dir zufrieden ist, wenn du wen folgst? Den Sahaba radiallahu anhu. Und du kannst eine erniedrigte Stellung bekommen, wenn du zwischen ihnen gelebt hast, aber du hast nichts von ihrem Weg praktiziert. Möge Allah Azzawajal uns auf dem Weg der Sahaba radiallahu anhu befestigen. Und auch sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam in einer Überlieferung in As-Sahihain bei Bukhari und Muslim, khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Die Besten sind in meiner Generation. Dann die darauf folgende und die darauf folgende. Hier haben wir sie wieder. Sahaba, dann Tabi'in, dann Tabi' Tabi'in. Wer hat bestimmt, dass sie die Besten sind? Wer hat bestimmt, dass sie die Besten sind? Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat uns darüber benachrichtigt. Das bedeutet, jetzt kann keiner kommen und sagen, es gibt bessere. Und Ajab, und wir werden noch weitere Beweise hören. Ajab, verwunderlich, wallahi al-azim, dass du Leute heute triffst in dieser Zeit, die sagen dir, sag nicht Salaf über uns, wir wollen mit diesem Begriff nichts zu tun haben. Sie folgen nicht dem, sie folgen nicht denen, die Allah gelobt hat und die Allah zum Maßstab der Religion gemacht hat. Und ich möchte nur eine Klammer auf Klammer zu machen. Wissen die Kuffar, wer die richtige Gruppe im Islam ist, ja oder nein? Ja. Wen greifen sie an? Schia? Sufis? Hä? Wen greifen sie an? Die Salaf. Weil sie wissen, das ist der Kern der Religion. Und deswegen wollen sie den Leuten mit dem Begriff Salaf Angst machen, um die als eine neue Sekte, die nichts mit dem Islam zu tun hat, zu präsentieren. Dabei sind sie wer?
der Ursprung der Religion. Der was? Der Ursprung der Religion, liebe Geschwister. Das heißt, diese Zeit ist nicht eingeschränkt, wo du zu den Besten gehören konntest. Nein, du kannst in jeder Zeit zu den Besten gehören, mit einer Bedingung, dass du wen folgst? Den Sahaba, radiyallahu anhum wa arda'u. Und auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah. Muhammad ist der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Das sind diejenigen, die streng zu den Kuffar sind und die sehr barmherzig zueinander sind. Und Allah Azzawajal beschreibt sie, تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. Allah Azzawajal beschreibt sie als Leute, sie haben nur ein einziges Ziel im Leben, dass sie das Wohlgefallen Allahs anstreben. Wer? Die Sahaba. Rukka'an wa sujada, du siehst sie beugen und du siehst sie knien und auch niederwerfen. Und das ist ihr Beispiel in der Taurat, in der Tora. Das heißt, sie wurden schon darin genannt und auch im Injil, im Evangelium. Das sind die Sahaba, radiyallahu anhum wa arda'u. وقد قرن الله تعالى بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht? Wer Allah und seinem Gesandten gehorcht? Das sind diejenigen, die Gunst von Allah bekommen haben. Unter ihnen sind wer? Die Propheten und die Schauspieler hier, Rapper, sagt mit mir. Die Propheten, dann die? Ich höre euch nicht, subhanallah, schläft ihr? Wahrhaftigen, sehr gut. Und dann die? Märtyrer und dann die? Rechte. Das sind die besten Leute. Allah Azzawajal hat sie ausgewählt, subhanahu wa ta'ala. Man yuta' al-Rasul faqad ata' Allah. Und derjenige, der Allah, wer den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gehorcht, er hat automatisch Allah Azzawajal gehorcht, subhanahu wa ta'ala. Das sind natürlich einige Ayat und in dem Buch sind noch mehr Ayat enthalten. Die Salaf, die beste Generation. Leute, die wir uns zu unseren Vorbildern nehmen müssen, ja, die jeder sich zu Vorbildern nehmen muss. Will er erfolgreich sein, Yawmul Qiyamah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn zur Rechenschaft zieht, dann hat er nur eine einzige Chance, erfolgreich zu sein, indem er der richtigen Aqida von diesen geehrten Salaf gefolgt ist, liebe Geschwister. Und diese Salaf sind ein Maßstab für unsere Religion. Wie? Allah hat sie zu einem Maßstab gemacht. Er sagt subhanahu wa ta'ala, das ist eine Ayah, sie wird genannt die Ayah der Bestätigung und die Ayah der sogenannten, dass du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Nur so kannst du dich auch wirklich zu den Wahrhaftigen und zu den Richtigen zählen. Wer kennt diese Ayah in Surat Al-Baqarah? Wer kennt sie? Deutsch. Okay. Und wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, dann sehr gut, sind sie rechtgeleitet. Sehr gut. Wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, so sind sie rechtgeleitet. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Und wenn sie so glauben, alle Menschen, wie ihr Sahaba glaubt, so sind sie rechtgeleitet. Was hat Allah gemacht? Er hat sie zum Maßstab gemacht für die Rechtleitung. Wir reden über die Sahaba im Gesamten. Wir reden über die Sahaba im Gesamten. Sie sind im Gesamten ein Beispiel unserer Religion. Ein Vorbild
in unserer Religion, liebe Geschwister. Das heißt, für jeden muss klar werden, dass er ihnen nur folgen kann. Und natürlich die berühmte Überlieferung, die ihr schon tausendmal von mir gehört habt, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, تَفْتَلِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قِيلَ وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ. Meine Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle sind im Höllenfeuer, außer eine Gruppe. Er wurde gefragt, wer ist sie, ja Rasulallah, das heißt die errettete Gruppe. Und hier bitte Klammer auf, Klammer zu, die Sahaba radiallahu anhum haben nicht nach den irregehenden Gruppen gefragt, sondern nach der erretteten Gruppe. Heutzutage hast du Leute, der sagt, ich muss die Gruppe und die Gruppe und die Gruppe kennenlernen, und er kennt nicht mal den richtigen Weg. Na? Und das ist nicht die Methodik, sondern sie fragt ihn, wer ist die errettete Gruppe? Weil wenn du die errettete Gruppe kennst, kennst du automatisch das Falsche. Er sagte, auf der ich mich und meine Ashab und meine Sahaba befinden, meine Gefährten. Ist das nicht ein Zeugnis, liebe Geschwister? Und deswegen, bitte merkt euch eine Sache. Es ist ein großer, großer Fehler. Auch von Geschwistern. Die zählen die Salaf auf, als wären sie eine Gruppierung. Die sagen, ja, es gibt ja Schia und Sufis und Hizb ut-Tahrir und Salaf. Falsch. Salaf ist keine Gruppierung, bitte merkt euch das. Salaf ist die Essenz der Religion. Aber was wollten die Kuffar mit diesem Begriff veranstalten? Dass wir sie als was sehen? Als eine Gruppierung. Und das ist falsch. Die Salaf sind keine Gruppierung. Die Salaf sind Religion. Und wenn wir fragen, wer waren die Besten, die mit Musa alayhi salatu wassalam zusammen waren? Wer waren sie? Die Gläubigen unter Bani Israel, seine Anhänger. Gab es Gläubige unter ihm? Natürlich, es gab Leute, die ihm gefolgt sind. Wer waren die Besten, die mit Isa alayhi salatu wassalam, Jesus zusammen waren? Die Hawariyun. Sie waren die Wahrhaftigen, die ihm gefolgt sind. Diese Jünger, Hawariyun, haben Isa alayhi salatu wassalam zum Sieg verholfen. Und sie waren die Besten ohne Zweifel. Das bestätigen sogar die Christen. Und wer sind die Besten in der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahaba. Aber hier machen die Leute Schluss. Salafisten. Habt ihr verstanden? Habt ihr verstanden? Das ist das, was wir letztendlich mit diesem Begriff prägen wollen. Warum? Weil die Kuffar kennen die Wahrheit. Und die Abgeirrten unter den Muslimen kennen genauso die Wahrheit. Überlegt, dass sich heute einer hinstellt von den sogenannten Muslimen und sagt, ich will mit dem Salafweg nichts zu tun haben. Der hat sich eigentlich von der Religion was entfernt. Haben wir die Ayat studiert? Wir haben die Ayat studiert. Wen hat Allah uns als Maßstab für die Religion gemacht? Den Propheten und die Sahaba und diejenigen, die ihm gefolgt sind. Das heißt, wenn du dich von diesen Leuten abseilst, dann welche Religion hast du? Welche Religion hast du, O Diener Allahs? Und wir sagen, an die Leute, die sagen, ja, ihr mit eurem Salafweg trennt oder spaltet die Umma, dann sagen wir ihnen, möge Allah euch recht leiten. Erstmal lernt eine Sache. Wie ist die Umma damals so zusammengekommen in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Aufgrund von Schia und Sufis und Leuten der Gelüste? Wie ist die Umma zusammengekommen? Auf was haben sie sich alle geeinigt? Auf Kitab und Sunnah. Das heißt, aufgrund des Festhaltens am Koran und an der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind sie zusammengekommen und haben eine wahre Umma gebildet. Richtig oder nicht? Wird jemand sagen, dass die Sahaba radiallahu anhum nicht die eifersüchtigsten für ihre Religion gewesen sind? Wallahi, nur ein Abgeirrter sagt das. Wenn diese Leute das nur auf diesem Weg geschaffen haben, dann eine Frage an diese Leute, die bei Allah nicht recht geleitet sind. Wie sollen die Leute heute, die 1000 Gruppierungen bilden, zum Haq, zur Wahrheit wiederfinden? Schaut mal, die sagen, wir spalten die Jama'ah. Wir spalten die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn sie aber verstehen würden, wir machen nichts als die Umma was zusammenzubringen, so wie es in der damaligen Zeit war, wie die Leute sich richtig an Kitab und Sunna festgehalten haben und deswegen eine Umma, eine starke Umma gebildet haben,
So versuchen wir das in dieser heutigen Zeit. Aber willst du das mit Leuten machen, die eigentlich den Koran und die Sunna nicht als wichtigstes Kriterium sehen? Willst du das mit diesen Leuten schaffen? Niemals wirst du das schaffen. Niemals werden sie sich zusammenbilden zu einer Umma, solange sie ihren Gelüsten folgen. Und bei Allah, sie folgen ihren Gelüsten. Ob es die Schia sind, ob es die Sufis sind, ob es die kleinen Parteien und Gruppierungen sind. Diese Leute sagen, schaut mal diese Gruppierung Salaf, wir sagen, das ist keine Gruppierung. Ihr seid eine Gruppierung. Weil unsere Salaf sind wo bestätigt? Im Koran und in der Sunna. Dann fragen wir eine Frage. Eine Frage. Wo sind die Sufis im Koran? Wo? Wo? Wo sind die Schia im Koran? Wo? Habt ihr jemanden gesehen, der in der Zeit von Aisha radiallahu anha oder Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anha gesagt hat, ja Ali, ja Hussein? Habt ihr solche Leute gesehen? Habt ihr Leute gesehen, wie diese Grabesanbeter von Schia, wal-Iyadu billah, die sich vor dem Grab gestellt haben und gesagt haben, gib mir und ich will, oder wie die Sufis? Habt ihr solche Leute gesehen? Die gab es nicht. Und hätte es sie in der Zeit von den Sahaba gegeben, so hätte es sie nicht gegeben. Ich hoffe, man versteht meine Wörter. Weil die Sahaba waren am eifersüchtigsten für ihre Religion. Frage, wo waren diese ganzen Gruppierungen? Und ich rede jetzt über ein Thema, das ist unser Problem, weil wir uns gespalten haben, obwohl Allah Azza wa Jalla uns sagt in Surat Ar-Rum, وَلَا تَكُونُوا كَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Und seid nicht wie die Götzendiener. Eine Warnung von Allah. Habt nicht dieselben Eigenschaften wie sie. Was hatten sie für eine Eigenschaft? Ja, Allah. Die ihre Religion in Gruppen und Sekten gespalten haben. Und jede Sekte ist froh über das, was sie hat. Arrogant denkt, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Eine Frage. Wo waren diese Tariqa, die es in der Türkei vorne nicht gibt? Wo waren sie in der Zeit von den Sahaba? Wo? Tariqa X, Tariqa Y, Muhammad Afandi, Ahmad Afandi. Nein, du musst das Bild von deinem Sheikh haben, damit du im Gebet zwischen ihn und Allah verbindest. Walayyadu billah. Du musst erstmal dicker für deinen Sheikh machen und dann kannst du für Allah machen. Diese Leute, sind sie die Wahrheit oder die Salaf die Wahrheit? Und diese Leute sagen über uns, wir spalten die Nation. Ajaban, wallahi al-azim ajaban. Wir bringen die Nation zusammen. Wie sie damals nur zusammengekommen ist, so kann sie auch heute nur unter denselben Bedingungen zusammenkommen. Aber wenn sie sich nicht so zusammenschließen wie damals, dann werden sie auch heute nicht zu einer Einheit finden. Und wir sehen im Gegenteil, statt dass sie zusammenkommen, gibt es immer mehr was? Gruppierung. Weil jede Gruppierung ist froh über das, was sie hat. Hizb ut-Tahrir, wer sind die? Hizb ut-Tahrir, Ahbash. Diese ganzen Sekten, Jama'at al-Tabligh, wisst ihr, wann sie entstanden sind? In den letzten 60 Jahren. Über verschiedene Zeiträume versetzt. Dann jetzt eine Frage. Was sagt Imam Malik rahimullah ta'ala? Was damals keine Religion war, ist heute auch keine Religion. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion, khalas, vervollständigt. Und ich habe meine Gnaden an euch vervollständigt und ich bin zufrieden mit der Religion des Islam. Frage, wo waren diese Gruppierung, die ich gerade genannt habe, in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was damals keine Religion war, denn Allah hat die Religion abgeschlossen, kann heute niemals Religion sein. Dann eine Frage, warum kommen sie uns in den letzten 50, 60 Jahren und ziehen ihr Gewand hoch und sagen, wir sind die errettete Gruppe. Ihr seid Dullah, ihr seid Irregehende. Wüsstet ihr, was Ittiba' Sunnah heißt? Das Festhalten an der Sunnah? Wallahi, niemals hättet ihr euch von der Sunnah abgespalten. Niemals. Aber so ist das. Sie folgen Führern, außer Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jeder hat seinen Führer. Und jeder ist zufrieden mit dem, was er hat. Und zum Schluss spalten sie die Nation, gehen selber in die Irre und werden Yawmul Qiyamah in das Höllenfeuer gehen, nach dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Alle 72 Rippen sind wo? Im Höllenfeuer. Super, habt ihr toll gemacht. In der Dunya habt ihr Schaden angerichtet und für euch in der Akhira. Ja, wallah. Und daher, liebe Geschwister, wenn nicht den richtigen Weg lernt, wenn nicht den richtigen Menhaj lernt, was bedeutet ein richtiger Aqida? Und wer sind unsere Vorbilder? Wie willst du dich sonst an sie halten? Und daher,
versteht eine Sache, die Salaf as-Salih, die tugendhaften Vorfahren, sind wahrlich unsere Vorgänger, an sie richten wir uns. Es gibt Leute, nur als letzten Satz, wenn du ihnen sagst, wir müssen leben wie der Prophet s.a.w. und die Sahaba, dann sagt er dir, wer kann heute noch so leben? Glaubt ihr wirklich, diese wurde uns zum Beispiel gemacht, damit einer dann kommt und sagt, wer kann danach leben? Wir sind nicht die Sahaba, das haben wir verstanden, ja oder nein? Aber was ist unsere Aufgabe? Ihnen auf, was sagt Allah azawajal über sie? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان und diejenigen, die ihnen gefolgt sind, auf beste Weise. Und wir bitten Allah azza wa jalla, dass er uns die Kraft gibt, dass wir diesen tugendhaften Vorfahren auf beste Art und Weise folgen. Wer auch immer ihnen folgt, wird erfolgreich sein. Wer auch immer ihnen nicht folgt, so wird er einen Irrweg gehen. Die letzte Frage, sollen wir uns Salaf nennen? Ihr kennt den Begriff Salafia. Sollen wir uns so nennen oder nicht? Die Gelehrten sagen zum Teil, ja, man soll sich dem Salafweg zuschreiben. Jeder Muslim muss sich den Salafweg zuschreiben. Weil was haben wir gesagt? Das ist die Essenz unserer Religion. Aber es geht um den Namen. Sollen wir sagen, wir sind Leute der Salaf, wir sind von Ahlus Salafiyyah? Sollen wir so etwas sagen? Manche Gelehrte sagen ja, weil sie sagen, jeder sagt, dass er Ahlus Sunnah ist. Wenn du einen Habashi fragst, was sagt er, ich bin von Ahlus Sunnah. Ein von Hizb ut-Tahrir, was sagt er? Jeder sagt, ich bin von Ahlus Sunnah. Zum Schluss ist er was? Jemand von Ahlul Bidah. Weil sie neu entstanden sind, diese Gruppierung. Wir haben gesagt, in den letzten 50, 60 Jahren sind sie entstanden und sie haben ihre Führer. Und die wissen das auch. Die brauchen sich nicht anzulegen. Unser Führer ist wer? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sagt für euch Alhamdulillah, warum? Weil wir folgen dem, den Allah uns befohlen hat, zu folgen. Aber diesen Leuten, die gefolgt werden, Allah hat sie nicht genannt, weder im Koran noch in der Sunna, dass sie befolgt werden sollen. Und andere Gelehrte sagen, nein, wir nennen uns Muslim. Weil Allah azza wa jalla sagt im Koran, in Surat al-Hajj, huwa sammakum, huwa sammakum al-Muslimin. Er hat euch wie genannt? Muslime. Er hat euch Muslime genannt. Und das reicht uns. Auf jeden Fall. Diejenigen, die gesagt haben, wir sagen, dass wir Leute der Salaf sind, sie meinten das von welcher Hinsicht? Damit wir angeben? Nein. Und ich möchte nur eine Sache, bitte, wenn ihr mir gestattet, noch dazu hinzufügen. Der Salafweg ist keine Gruppierung, weil heute haben wir diese Leute. Wallahi al-Azim, du hast Leute in dieser heutigen Zeit, die schreiben sich dem Salafweg zu, aber er hat von den Salaf nichts gelernt. Der denkt, der Salafweg ist eine Gruppierung. Der denkt, wenn er die Hosen über die Knöchel trägt und wenn er einen Jalabiya trägt und einen langen Bart trägt und einen kurzen Schnurrbart, dann ist er automatisch von Salaf. Es gibt viele Sufis, die so aussehen, richtig? Das hat nichts damit zu tun. Das ist nur eine Sache, ein Kriterium. Aber dann geht es darum, den Salaf in der Aqida auf richtige Art und Weise zu folgen. Aber manche haben aus dem Weg der Salaf, den edelsten Weg, eine Gruppierung gemacht und wollen sie für sich selbst beanspruchen. Möge Allah azza uns bewahren vor solchen Gruppierungen wie die Madakhila und sonstiges, die bei Allah nichts von der Sunna gelernt haben, die ihre Shuyuch zu Götter gepriesen haben. Und ich weiß, was ich sage. Zu Götter, zu Propheten gepriesen haben, und eigentlich ihre Schuyuch anbeten, anstatt dass sie Allah azza wa jalla anbeten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor jedem Dalal bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg der Wahrheit befestigen. Und möge Allah azza wa jalla uns nicht von diesem Weg abirren lassen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Das war der erste Unterricht. Gibt es zu dem Thema Fragen? Nennen wir sie nur, wenn sie Schüler des Sahaba waren oder auch die gleichen Kriterien, wie es bei den Professoren? Die Tabi'in, die Schüler des Sahaba. In welchem Zusammenhang nennen wir sie? Weil sie zu den besten Generationen gehören, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam genannt hat. Die besten sind in meiner Generation. Dann die darauf folgende und die darauf folgende. Da sind sie drin enthalten. Deswegen
Je näher jemand an dem Propheten ist, mit der richtigen Akida natürlich und dem richtigen Manhaj, so gehört er zu den Besten unter den Leuten. Wallahu ta'ala ala wa ala. Deswegen ehren wir sie, weil sie zu denjenigen gehören, die in dem Hadith genannt wurden. Das heißt nicht, dass ein Tabi'i keine Fehler macht. Bitte aufpassen. Das heißt nicht, dass ein Sahabi keine Fehler macht. Nein. Deswegen haben wir gesagt, sie sind für uns ein Beweis im Gesamten. Haben manche Sahaba Sinner gemacht? Ja oder nein? Ja. Haben manche Sahaba geglaubt? Ja. Haben manche Sahaba etwas Unislamisches getan? Ja. Aber wir beziehen das nicht auf einen einzelnen Sahabi, sondern auf die Gesamtheit der Gruppe. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tfadda. In Bezug auf die Salaf? Ja, die zwei, also Unterschied. Wir haben doch gesagt, Aqida bedeutet was? Ganz schnell, nochmal. Das ist eine Angelegenheit des Wissens. Ah? Ohne Zweifel. Eine völlige Überzeugung, ohne eine Spur von Zweifel. Das ist Aqida. Okay? Der Manhaj ist die Methodik, wie man die Religion versteht. Okay? Der Manhaj ist der Weg, wie man die Religion versteht, dafür gibt es Dawabit, Bedingungen. Wallahu ta'ala ala wa a'am. Na, Bismillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna Muhammadan abiduhu wa rasul. Machen wir einen neuen.